Der blutige Konflikt zwischen den Palästinensern und Israel hat auch den Sport jetzt erreicht. Der marokkanische Bayern-Profi Nusayir Masraoui hat mit einem Pro-Palästinenser-Post in den sozialen Medien für Aufsehen gesorgt. Der deutsche Rekordmeister hat mit seinem Spieler nach den Postings umgehend Kontakt aufgenommen und ein Gespräch mit ihm angekündigt. Der FC Bayern gab zunächst aber keine Auskunft darüber, ob der Instagram-Beitrag für den 25 Jahre alten Profi Folgen habe. Jetzt also doch. Nach seiner Rückkehr von der marokkanischen Nationalmannschaft muss der Bayern-Star zum Rapport bei der Clubführung in München. Besonders brisant neben dem antisemitischen Post. Mitteuter Daniel Peretz hat Masraoui beim Rekordmeister einen israelischen Kameraden im Team. Aus der Politik kommen schon jetzt klare Forderungen. Der FC Bayern hat sich in der Vergangenheit immer wieder an der Seite der israelischen Kultusgemeinde München und Oberbayern beispielsweise gezeigt, auch in intensiver Art und Weise. Aber zu diesem Engagement gehört aus meiner Sicht eben auch dann tagespolitisch deutliche Worte zu finden, wenn dies erforderlich ist. Und das ist nach den Äußerungen des Spielers ausdrücklich notwendig. Es ist unter anderem ein Koranvers, den Masraoui auf Instagram geteilt hat. Und denke nicht, Allah sei dem gegenüber achtlos, was diejenigen tun, die Unrecht begehen. Er hält sie nur bis zu dem Tag zurück, an dem die Augen in Horror erstarren werden. Obendrein verlinkte er den Post mit einer Seite, die für die Auslöschung Israels wirbt. Also aus meiner Sicht braucht es hier eine sehr klare Antwort des FC Bayern. Aus meiner Sicht gehört Masraoui nicht mehr in den Kader. Der FC Bayern sollte ihn auch rausschmeißen, da bin ich der festen Überzeugung. Denn Sympathie und Unterstützung für Hamas-Terroristen hat keinen Platz in Deutschland. Der Bayern-Spieler selbst verteidigt sich. Der Punkt ist, dass ich nach Frieden und Gerechtigkeit in dieser Welt strebe. Das bedeutet, dass ich immer gegen alle Arten von Terrorismus, Hass und Gewalt sein werde. Ich verstehe nicht, warum über mich das Gegenteil gedacht wird und warum ich mit hasserfüllten Gruppen in Verbindung gebracht werde. Sein nächstes Spiel mit den Bayern steht am kommenden Samstag in der Bundesliga in Mainz auf dem Programm. Ist nur die Frage, ob Masraoui dann auch wieder sportliche Schlagzeilen schreiben wird. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.